Tag Leute, willkommen zurück zu Zaria One. Ja, was ist in der letzten Folge geschehen? Ja, unsere drei Helden entscheiden sich schließlich für den linken Gang, der zum Reaktor führte. Und in diesem Kontrollraum entdeckt man eine Leiche, welche scheinbar hinterrücks in den Kopf geschossen wurde. Hier findet man auch die Anlage, welche das ominöse Signal ausgesendet hatte. Nun versucht man den Reaktor neu zu starten, um die Stromversorgung zum Laufen zu bringen, als, ja, was dann passiert, das werden wir jetzt erfahren, wenn wir uns erneut in das Spiel einklinken werden. Hier ist auch eine Stromleitungskarte, sehr schematisch, nutzlos für die Navigation. Scheiße, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Alles sollte gut laufen. Mission, was ist los? Nerd, hast du Scheiße gebaut? Nerd, hast du Scheiße gebaut? Nicht witzig, natürlich nicht. Das Kühlsystem funktioniert nicht richtig. Ach du Scheiße, der Kern ist instabil. Ich versuche den Druck zu reduzieren. Hab ich doch gesagt. Das hilft nicht, Verfolger. Fick dich. Haltet eure Fressen, ihr beiden. Ich versuche etwas zu tun. Ich glaube, dieses tote Arschloch hat etwas falsch gemacht. Vielleicht wurde er deshalb erschossen. Komm schon, komm schon. Da müsste etwas sein. Aha. Seht, alles ist gut, das Licht ist an und man braucht nicht mehr Lebensfunktion terminiert. Ach nee. Ja gut. Das war's dann wohl. Von dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Nein, wir machen's nochmal. Ich halte die Funkgeräte aus, Basis. Wir sind in ein paar Stunden wieder erreichbar. Basis, bitte kommen. Was ist euer Status, Mission? Der Status ist völlig erschöpft. Hier zu schlafen ist viel härter als zu Hause. Ich glaube, wir hatten alle Albträume. Ich will unbedingt meine Zähne putzen. Dein Puls ist beschleunigt, Verfolger. Fühlst du dich gut? Was? Ach ja, klar. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Und so fängt es an. Wir sind in einem Tunnelverfolger. Du hast ihn für mehr als 50 Meter in beide Richtungen abgecheckt, bevor wir schlafen gegangen sind. Ich bin okay. Sind wir bereit, weiterzugehen? Ja, wir haben alles nachgefüllt und wieder verstaut, durch Strohhalme gegessen und Windeln gewechselt. Entschuldigen Sie die Details, Basis. Okay, das hatten wir letztens genommen, glaube ich. Schon in Ordnung, ich bin daran gewöhnt. Ihr seid alle schwer geladen. Dann nehmen wir jetzt einfach das andere, weil wir sind ja davor elendig gescheitert. Ja, vielleicht haben wir keine Kaffeepause gehabt. Kaffee? Ich würde töten für eine Tasse. Seht ihr? Okay, Schluss mit den Höflichkeiten. Welche Richtung jetzt? Ja, gut, am Anfang sind wir ja zum Kernreaktor gegangen. Links, rechts oder zurück zum Lander. Wir wissen, dass hier eine verfallene sowjetische Basis steht. Der MV und bla bla soll entsprechende Spezialisten herschicken. Wir haben andere Befehle bekommen, Nerd. Ich weiß, ich will einfach nach Hause. Das wollen wir alle. Konzentriert euch, Leute. Basis, Sie entscheiden. Überprüfen wir zuerst den medizinischen Raum, oder versuchen wir herauszufinden, was mit dem Reaktor los ist. Ja, falls ihr euch wundert, das Signal ist hier viel stärker. Wir sind in der Nähe von der Quelle, 100 Meter vielleicht. Okay, wir hatten ja den Reaktor, da haben wir wahrscheinlich auch noch andere Fehlentscheidungen getroffen. Aber ich würde jetzt sagen, damit wir es alles mal sehen, nehmen wir jetzt mal den medizinischen Raum, ne? Gut, ich gehe voran. Doc, nimm die Kisten. Ich bin heute ein bisschen paranoid. Ah, er schwenkt seine Waffe hin und her. Sie kann dir dein Leben retten, du. Vielleicht auch nicht. Genug, los, Basis. Wir berichten, wenn wir da sind. Werbung. Ich sehe eine Tür. Sieht abgeschlossen aus. Doc, Nerd, keine Bewegung. Ich sehe vorne etwas. Ich glaube, das ist ein Transportwagen. Du meinst eine Draisine? Ja, genau.
Okay, das mit der Dresine hatten wir ja auch schon mal. Super, dann kommen wir viel schneller zum Reaktor, wenn wir zurückgehen werden. Ey, wir wollen ja nicht zum Reaktor, wir wollen zur Medizinstation. Ich checke die Tür fest, sieht aus wie eine vergrößerte Version von einer U-Boot-Tür. Ich bin mir nicht sicher, ob mein Sprengstoff irgendetwas ausrichten kann. Die juckt es in den Fingern, oder? Ein bisschen. Dann können wir die Tür aufmachen. Mal sehen. Mal sehen. Sieht aus wie eine Isolierungstür, keine normale Tür. Macht das Sinn? Nicht ganz. Diese Tür hat kein Schloss, nur ein Ventil, um sie hermetisch abzuriegeln. Können wir sie aufmachen oder nicht? Natürlich, wir müssen nur an diesem Ventil drehen. Gleich. Das war unerwartet leicht. Ich gehe rein. Gut, Nerd, hierher. Was ist? Komm, es beißt nicht, wenn du es sagst. Heilige Kanone, ich freue mich wie irre, großer Basis. Wir haben den Kontrollraum gefunden und eine Überraschung. Wir haben Strom. Ui, nice. Funktioniert es? Was funktioniert? Die Kanone? Super, was könnt ihr unternehmen? Ja. Das sehen wir gleich. Arzt, ich brauche deine Hilfe. Was ist hier? Energiekontrolle, das hier Stromverteilung, das ich sehe, dass es Intercom ist. Ja, anscheinend eine Verbindung zum Reaktor. Gut, das heißt, die Funktionen dieser Konsole sind begrenzt. Was ist das hier? Eine Liste von Systemen, Lüftungssystem, Heizung, Beleuchtung, andere. Wir brauchen eigentlich nur die Beleuchtung, vielleicht auch die anderen, wenn wir Schlösser damit öffnen können. Nein, die Schlösser sind hier mit dem Transport zusammen und dafür braucht man einen Schlüssel. Mist, genau wie ein Level in Doom. Suchen wir den Schlüssel. Nee, suchen wir den Schlüssel. Spaß, wir befinden uns nicht in einem geplanten Spiel, wo der Schlüssel gemütlich rumliegt und wartet, bis jemand ihn findet. Schade, ich hätte so gern geschossen. Die Dunkelheit nervt mich schon. Zum Glück, großer, kann ich das Licht anmachen. Es wird trüb sein, da es nicht genug Strom im System gibt. Der Reaktor pfeift aus dem letzten Loch. Mach es schon an. Na danke, jetzt ist es noch gruseliger. Was denn? Ich bin nicht schuld, dass das System nicht ordentlich gepflegt wurde und das Licht flackert. Ich werde die Kabel hier überall nicht neu verlegen, nur weil Verfolger das flackernde Licht ätzend findet. Nerd, bleib cool. Niemand erwartet es von dir. Er hat aber angefangen. Okay, ich entschuldige mich. Ich habe mich wie ein Kind verhalten. Los, ich trete in den nächsten Raum ein. Sei vorsichtig. Schau, wo du hintrittst. Es war nicht dumm von denen, hier einen Kontrollraum einzurichten. Man muss nicht jedes Mal zum Reaktor gehen, wenn etwas ein- oder auszuschalten ist. Denkst du, es kommen noch mehr solcher Räume? Sicher, ich glaube, es gibt sie auf jeder Ebene. Was haben sie denn hier gebaut? Medizinische Anlagen brauchen viel Strom, zum Beispiel eine zentrale Notaufnahme. Stimmt auch. Verfolger, hast du was Interessantes? Hast du was Interessantes? Kommt drauf an. Interessieren dich Leichen? Gott, was hast du da? Ich bin in einem großen Raum mit Betten, ohne Abschirmungen. Ich möchte es sehen, Nerd. Warte hier. Nö, ich gehe mit dir. Es ist doof, nur rumzustehen. Keine Angst, Mission, ihr seid die Einzigsten dort. Keine Angst, Mission? Wenn sie es sagen, Basis, wenn sie es sagen, diese Leichen sind seltsam. Du meinst seltsamer als sowjetische Gelehrte, die auf dem Mond starben? Basis, hier kommt das Bild.
Ja, damit. Mit dem Bild. Oh, da liegen gleich mehrere Leichen. Okay. Blut an den Wänden. Sie sehen krank aus. Nee, sie sehen eher tot aus. Du hast recht, sie haben eine Art von Schimmelpilzbildung an der Brust und an den Gliedmaßen. Die Leichen sind nicht verfault, der Pilz ist vor dem Tod gewachsen. Übrigens, sie starben an Hypothermie. Aber ich bezweifle, ob sie bei Besinnung waren. Sie hatten nicht mal versucht, sich zuzudecken. Ich musste kurz an Niger denken. Ich auch. Was passiert in Niger? Du warst damals nicht dabei, sagen wir, es sah. Na, oh, schön zu hören. Carlo? Etwas Schlimmeres als angesteckte Menschen, die erfroren. Warte, hier ist noch was. Dieser hat Gefängnistattoos. Das heißt, das sind Häftlinge. Das heißt, das sind Häftlinge. Häftlinge? Was für ein Wort. Knackis besser? Ich weiß es nicht, ich habe wenig damit zu tun gehabt. Auf jeden Fall. Muss eine solche Basis nicht voll von Gelehrten sein? Vielleicht war das ein Gefängnis. Mit einem Atomreaktor zum Heizen? Zu luxuriös. Und die Lieferungen hierher sollten auch nicht billig sein. Erschießen ist einfacher. Wenn nur das, was mit ihnen hier passierte, nicht schlimmer als Tod war. Zum Beispiel Menschenversuche. Auf der Erde gibt es genug menschenleere Orte dafür. Ich glaube, sie wurden überwacht. Hier ist Ketoconazol, Nystatin und andere pilztötende Mittel und noch jede Menge Antibiotika und Betäubungsmittel. Seltsam. Warum war das Leben eines Knackis so wichtig? Warum konnten sie nicht einfach erschießen? Das werden wir nie erfahren, Doc. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Alles klar? Ich habe es kapiert. Wir sind so weit von zu Hause entfernt. Wenn etwas schief läuft, sind die Vorräte alle aufgebraucht, bis eine Rettungskapsel kommt. Es passiert nichts, Mission. Alles wird. Hä? Wir sind. Ach so. Alles wird gut verlaufen. Wir brauchen Antworten, Mission. Nachher könnt ihr nach Hause fliegen. Okay. So gut wie mit Spieß. Spieß war der Erste, der draufgegangen ist. Okay, ich muss mich beruhigen. Schau mich nicht so an, Verfolger. Entschuldigung, gehen wir weiter? Ich erinnere mich, du hattest einen Scanner. Ja, im Tunnel gab es viele Störungen. Er hätte nichts gebracht. Und ich bin blind in alle Zimmer eingetreten? Und das wirst du weiterhin. Das ist kein genaues Gerät. Nicht hier. Okay, ich drücke. Was? Den Knopf? Okay. Soll ich hier was machen? Neue Biosignatur. Oh. Oh, seht ihr? Es kann sich nicht mal kalibrieren. Der Raum sieht überhaupt nicht so aus, wie es anzeigt. Positionierung unter aller Sau. Wenigstens wissen wir, dass vor und über uns große Räume sind. Und was ist das für ein Scheißsignal einer Lebensform? Lebensform? Worum geht es? Ja, verdammt. Du willst uns jetzt nicht sagen, dass es hier Aliens gibt, Nerd? Nein, natürlich nicht. Es sei denn, sie laufen in solchen Raumanzügen rum mit einem Signalgeber, wie wir haben. Ich will sagen, der Scanner ist überhaupt nicht eingestellt, sowas zu finden. Und er sieht uns nur wegen den Signalgebern in unseren Raumanzügen. Er spinnt, tut mir leid. Super, jetzt bin ich noch nervöser als vorher. Keine Karte und Lebensform um uns herum. Ich weiß, richtig?
Mich interessiert, ob wir eine Karte runterladen können, wenn wir einen PC hier finden. Obwohl zuerst würden wir eine Kontrollkonsole für den Bereich brauchen. Wir laufen immer noch blind rum. Na gut, Arzt, schaue ab und zu auf die Wände. Vielleicht siehst du Anzeiger wie im Tunnel. Wir gehen weiter. Wir berichten, wenn wir etwas finden. Besonders wenn das Aliens sind. Klugscheißer. So viel. Woran ich denke, ist, dass wir bis jetzt kein Schwesternzimmer und keinen Operationssaal gesehen haben. Wo hatten Sie Operationen durchgeführt? Wo sind die Krankenakten, Arzneimittel? Doc, ich glaube, es ist hier alles. Es ist alles hier. Wieso? Schau hinter diese Tür. Siehst du? Verdammt, was ist hier passiert? Nerd, schick ein Foto an die Basis. Okay, ich habe keine Angst. Keine Angst. Okay. Wurde er hier eingesperrt? Er hatte sich hier versteckt. Schaut, die Wand an der Tür ist zerschlagen und die Tür selbst ist verbogen. Er versuchte herauszukommen. Mir ist schwindelig. Die Tür ist endlich offen. Das hat ihm nicht viel gebracht. Die Leiche wurde nicht angefasst. Sie suchten nach etwas anderem, was hier drin war. Scheiße, das ist alles sehr schlimm. Alles hier. Beruhige dich. Wir müssen herausfinden, was das für eine Basis ist. Hier, Leute, noch eine Tür. Abgeschlossen, ja? Nein, ist sie nicht. Ich mach sie auf. Noch ein Korridor. Sie hatten sie so gern gehabt. Türen links und rechts sehen stärker aus als die vorherigen. Arzt, ich brauch dich. Russische Beschriftung? Genau, schau. Jackpot-Basis, das sind Labore von 1 bis 14 nummeriert, 7 auf jeder Seite. Dafür ist der Kontrollraum in der Nähe. Was hatten Sie eurer Meinung nach erforscht? Medizinische Abteilung neben den Labors, was hatten Sie erforscht? Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Verfolger, läufst du mal vor? Du bist ja voll begeistert. Rufen dich diese alten verschütteten Geheimnisse? Obwohl eher unverschüttet. Was auch immer sie hier forschen, es sollte wichtig sein. Interessiert es euch überhaupt nicht? Du sprichst wie immer vernünftig, Doc. Ja, wahrscheinlich ja. Was stehen wir? Was? Hä? Was stehen wir? Also, ich gehe rein. Die erste Tür ist verschlossen. Mist, hast du es eilig, Doc? Die zweite Tür. Kaputt. Geh gleich zur letzten, um die Zeit zu sparen. Wisst ihr was? Die dritte ist offen. Ich gehe rein. Sauber? Das Scheißlicht flackert. Also, hierher führen zwei Türen von unserer Seite und noch eine ist auf der anderen Seite des Raums. Arzt, ich habe was für dich. Komm mal. Ich komme. Irgendetwas an die Basis zu berichten? Ja, die gefällt's. Gefällt das? Ja, dir gefällt das auch. Auch, bin gespannt. Soll ich dir einen Tipp geben, Doc? Gib mir einen Tipp. Es ist groß, gelb und liegt in einem Glas. Ein Hirn? Hirn? Nein, Mann. Kommt einfach hierher. Wow, beeindruckende Technik für die 90er Jahre. Ich weiß es nicht. Das sieht alles aus wie schlechte Bühnenbilder für einen Science-Fiction. Glaub's mir, es ist beeindruckend. Zu der Zeit war diese Technik modern. Das sind geologische Untersuchungsmaterialien. Das meiste zumindest. Schau, da sind Säuren. Da drüben, ich glaube, das ist ein Spektrometer. Und dort, wir haben diese Art von Ausrüstung für die Chromatographie in St. Petersburg benutzt, als ich Student war. Gibt es eine kurze Version? Es ist schwer, alles in einem Satz zu erzählen, Basis.
Ich würde sagen, sie forschten hier ein Material natürlicher Abstammung. Verfolger, was wolltest du mir zeigen? Ich glaube, das hier, Doc, in der Mitte des Raums. Oh, das habe ich überhaupt nicht bemerkt. Also das ist es, was sie hier forschten. Basis, hier kommt ein Bild. Früher ging es nicht. Na, was wollten sie hier erforschen? Okay, was ist das? Bernstein oder was? Interessant, ich glaube nicht, dass ich eine solche Struktur vorher schon Interessant, ich mal. glaube nicht, dass ich eine solche Struktur vorher schon mal gesehen habe. Das sieht aus wie ein fossiles Harz, aber es ist kristallisiert. Soweit ich weiß, passiert so etwas nicht mit Harz. Du meinst Bernstein? Yo, Bingo. Ja, ich verstehe, womit du es vergleichst, aber das ist kein Harz. Es sieht aber bekannt aus. Hat was von Metallkristallen, Ferrit, um genauer zu sein, aber die Farbe ist falsch und die Größe auch. Solche Details sind meist nur unter einem Mikroskop zu sehen. Basis, das ist sehr komisch. Ich glaube, dieser Stoff ist einzigartig. Sowas gibt es auf der Erde nicht. Darf ich es berühren? Ach, warum willst du einen komischen Stein berühren, den du zu Hause noch nie gesehen hast? So kann ich seine mechanische Eigenschaft testen, du Backe. Ist doch offensichtlich. Ich würde gern selbst ein paar Tests durchführen. Basis? Wie lange wird es dauern? Was wollt ihr herausfinden? Was wollt ihr herausfinden? Heute machen wir mal ein bisschen längeres Video, ne? Nun, ich will wissen, was es überhaupt ist. Außerdem, wenn wir ein paar Stunden hier verbringen, können wir mehr erreichen, als wenn wir nur ziellos durch die Räume bummeln. Und was bringt euer Test genau? Womit sie sich hier genau beschäftigten? Abgesehen davon, dass sie an Pilzinfektionen und vor Kälte starben. Danke für die Erinnerung, ich habe es fast vergessen. Ich bin mit Arzt einverstanden, wir könnten herausfinden, worum es überhaupt ging. Warum suchen wir dann nicht nach den Archiven? Hast du eine Karte vom Gebäude? Kaum. Arbeiten wir damit, was wir haben? Basis? Keine Wissenschaft heute mischen. Weiter geht's. Ja, los, mach. Mach den Test. Danke, Basis. Wir starten. Yo. Nerd, was sagst du? Warte mal, ich beobachte, wie es auf Strom reagiert. Und? Es fällt unter Stromeinwirkung auseinander, aber sobald ich den Strom weglasse und die Teile zusammendrücke, verbinden sie sich wieder. Das bedeutet? Ja, keine Ahnung, was das bedeutet. Das ist aber kein Meteorit, das ist ein einzigartiges Material. Es gibt keine regelmäßige Reaktion auf Säure oder Basen. Es ist absolut inert. Ich konnte nicht mal eine Chromatographie durchführen. Das würde Sinn machen, wenn, aber das ist, es ist nicht organisch, wenn du das meinst. Das sehe ich schon. Kann das ein Siliziumbund-Werkstoff sein mit einem elektrostatischen, das klingt wie ein Mischmasch. Ja, du hast recht. Schade, das wird keine Dokumente gefunden haben. Basis, wir nehmen ein Bruchstück mit, wir zeigen es jemandem in der Universität. Ich glaube, das Bla hat eigene Gelehrten oder so. Gut, wir müssen los. Endlich. Alles klar, ich prüfe die weitere Tür, wir können später jederzeit umkehren. Klingt logisch, die Korridore hier sind langweilig und bedrohlich, die Tür mag ich mehr. Einverstanden. Ich will wissen, wo sie diesen Stoff her hatten. Das könnte die richtige Richtung sein. Die Tür ist offen. Oha.
Was bist du überrascht, Verfolger? Etwas Interessantes. Ja, dann würde ich sagen, belassen wir es jetzt erstmal dabei. Mit dem Fund, den wir da in der medizinischen Abteilung gefunden haben. Ja, heute mal mit ein bisschen Überlänge. Dann würde ich sagen, wenn ihr bis hierhin dabei geblieben seid, vielen Dank. Und ja, macht's gut und tschüssi. Hey, pop the trunk, I open up, I sold my soul a good price out of sight. My whole got talent.